Hallo meine Lieben, herzlich willkommen für die heutige Tagesenergiebotschaft für Donnerstag, den 18.01.2024. Schön, dass du deinen Weg hier gefunden hast. Ich freue mich sehr über die ganzen neuen Zuschauer, die auch dazugekommen sind und natürlich auch über alle, die schon lange dabei sind. Manche sogar schon die ganzen 3 Jahre, 4 Jahre schon fast. Also ich bin begeistert und vielen lieben Dank für eure ganzen lieben Nachrichten auf allen möglichen Kanälen, per E-Mail, per Kontaktformular oder auch per WhatsApp von den Klienten, die ich schon hatte. Also ich bedanke mich ganz herzlich für all das, was so in den letzten Tagen reinkommt. Das gibt auch mir viel Kraft, um den Alltag durchzustehen und ja, vielen Dank für das Hiersein und bei mir sein. So, jetzt beginnen wir aber. Und zwar heute mal mit dem Wandering Star Tarot von Kit Pierce. Wir gehen einen Schritt weiter heute und gucken mal, was wir heute denn nicht glauben sollen. Die Tagesenergiezahl ist nämlich die 666 und sie sagt, glaub nicht alles, was du denkst. Ich weiß, jetzt geht's erstes umgedreht, aber ich finde die hier so verdächtig. Ich möchte diese Karte als erste nehmen. Es sind 5 Stäbe aufrecht. Wettstreit, Debatte, Verteidigung. Ja. Spricht für sich, ja, 5 Stäbe, eine Abreibung, sich aneinander abschleifen, miteinander in Konkurrenz stehen, etwas ausfechten müssen, also zumindest bei mir passt es wie die Faust aufs Auge. Dann haben wir den Magier auf dem Kopf. Und ich war gerade dabei zu sagen, du sollst nicht alles glauben, was du denkst. Vielleicht glaubst du, dass du handlungsunfähig bist, vielleicht glaubst du, dass du keine Macht hast, dass dir alle Geschicke entgleiten, dass hier gar nichts Gutes mehr kommt. Und dass du gezwungen wirst oder bist, gewisse Dinge zu tun, die von dir verlangt werden. Nun schauen wir mal weiter, wie sich das Ganze entwickelt. Königin der Schwerter in der Mitte der Legung. Du hast die Stärke, das durchzuhalten. Du stehst zu deiner Wahrheit. Du bist ambitioniert, Dinge in Angriff zu nehmen, die wichtig sind. Das ist heute der Knackpunkt. Die Schwerter stehen natürlich für Gedanken und eventuell machst du dir auch an der einen oder anderen Stelle etwas vor. Ja, es kann auch durchaus sein, dass du heute Gedanken hast, die einfach fehlgeleitet sind, die vielleicht aus einer Angst heraus entstehen, aus einer Verteidigungshaltung heraus, die vielleicht auch unbesonnen sind, könnte man sagen. Aber wir sind alles nur Menschen und es kann sein, dass du, wenn du in die Ecke getrieben wirst oder Angst hast oder das Gefühl hast, dass irgendetwas Unrechtes geschieht, dass du da manchmal auch voreilig bist. Ja, das kann sein. Und sobald wir unsere Schwächen erkennen zum Beispiel, können wir sie in Stärken verwandeln oder daran arbeiten, dass es halt anders funktioniert. Weil sobald es dir bewusst ist, und ich hoffe, es wird dir bewusst durch diese Ansage hier jetzt, dass du dann vielleicht ein bisschen ruhiger bist. Ja, die Schwerter sind ja super schnell. Die Schwerterkarte ist die schnellste Karte hier im Tarot und die Königin der Schwerter sitzt zwar auf ihrem Thron, aber die könnte jederzeit aufstehen und jemandem den Kopf abschlagen. So, Entscheidung gefällt, zack, aufstehen, Kopf ab, fertig. Und vielleicht ist es an der Zeit, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und über die Dinge nachzudenken. Wir hatten nämlich gestern die Königin der Münzen, die wiederum extrem fest und langsam ist. So, jetzt schauen wir mal weiter. Der Teufel, hier gibt es irgendetwas oder irgendjemanden, ja, dem vielleicht tatsächlich der Kopf abgeschlagen werden darf. Das ist ein Problem oder eine Verstrickung oder vielleicht auch eine persönliche Sucht oder eine große Angst, etwas, was du lieber selber nicht sehen möchtest, etwas, was du in den Schatten gerückt hast oder es ist konkret irgendeine andere Person, die dir schaden möchte oder die dich irgendwie belangen möchte oder die dich irgendwie in diesen Wettstreit hineinziehen möchte, die dir das Gefühl gibt, du bist nichts und sie ist powerful. Also hier tut jemand so, als hätte er viel Macht und könnte viel bezwecken und du sollst in so einer Position sein, wo du keinen Handlungsspielraum hast und keine Schöpferkraft. Na, da bin ich mal gespannt. Die letzte Karte, der Mutterstern. Es wird sich hier alles zum Guten auflösen, ja, zum Wohlgefallen auflösen. Schön auch mal wieder diese große Arcana-Karte zu sehen, die hier in diesem Kartenset sozusagen einmalig ist. Hier hast du es auch. Hier hast du das Schwert und hier hast du einen Kelch. Wenn du diese Sache angehst, indem du
deine Gedanken nutzt, aber gleichzeitig auch Gefühle zulässt, ja, wo du wirklich erst denkst, dann fühlst, dann redest, wirst du wahrscheinlich am besten durch den Tag durchkommen. Kann auch sein, dass sich das alles sehr schwierig anfühlt, hier mit den drei Schwertern auf der Unterseite des Decks. Ist kein ganz leichter Tag heute, aber die Schwerter, wie gesagt, stehen für Gedanken und die Gedanken, die du hast, verletzen dich selbst. Die Sorgen, Ängste und Nöte, dieses ganze Kopfkino, irgendwas zerbricht, irgendwas zerfällt, irgendjemand kommt und beißt mir ins Bein hier oder vergiftet mich oder tut mir irgendwas an oder nimmt mir irgendwas weg. All das tut dir nur selber weh. Ja, diese Gedanken, die dich in die Negativität ziehen, die tun weh. Darunter haben wir die 8 der Stäbe. Vielleicht gibt es aber gute Nachrichten oder es steht ein neuer Weg an. Irgendetwas kann gangbar gemacht werden. Aber wird überschattet von diesen negativen Gedanken. Also pass auf, dass du die Gedanken zu Ende denkst und sie dann vielleicht aber auch gehen lässt, wenn es geht. Sprich mit deinen Gedanken und sag ihnen, okay, das Thema haben wir jetzt durchgearbeitet, jetzt müssen wir das nicht noch 700 Mal durchkauen. Vielleicht neigst du dazu, Streitgespräche immer und immer wieder zu wiederholen oder irgendwelche einzelnen Szenen immer und immer wieder durchzugehen oder dir zu überlegen, was hättest du stattdessen sagen können oder wie hättest du stattdessen reagieren können. Das führt zu nichts, ja, diese Zukunft, dieser Rückblick sozusagen. Der führt dich heute nirgendwo hin, weil die Tagesenergiezahl 666 nicht unbedingt mit dem Teufel zusammenhängen, aber passend sind, sondern es hängt vielmehr hiermit zusammen mit den Dingen, die du über dich selber denkst. Die Dinge, die dir selber immer wieder Leid zufügen. Und das sorgt vielleicht dann nicht unbedingt dafür, dass du deinem eigenen Stern folgst oder hier auch diese guten Nachrichten annehmen kannst, die reinkommen, weil du so beschäftigt damit bist, dich selber ins Negative zu ziehen. Ein Muster, es wiederholt sich, bis du es erkennst. Und vielleicht erkennst du es heute, dass das so nicht weitergeht, dass du einen Weg finden musst, diese Stress loszuwerden, Grenzen zu setzen, hatten wir ja gestern auch. Was du für möglich hältst, ist auch möglich. Ja, was du hier als Königin der Schwerter für möglich hältst, ist auch möglich. Es gibt hier Möglichkeiten und Wege. Es gibt die Möglichkeit, etwas zu bewegen, auch wenn du es vielleicht nicht glauben kannst. Dann haben wir hier noch das Wachstum. Jede Herausforderung macht dich stärker. Wir haben auch ein interessantes Muster in den Zahlen. Wir haben 3, 5, 3, 3, 5. 3, ein guter Zusammenhalt, etwas, was vorwärts gehen kann. Oder vielleicht auch hier diese drei Schwerter, Entschuldigung. Erdbeben im Stativ. So, jetzt. Kann sein, dass du diese drei Schwerter hast. Aber hier haben wir 3, 5 macht 8. Hier haben wir die 8 der Stäbe. Nachrichten kommen rein. Dann haben wir hier wieder 3, 3, 5. Vielleicht hast du erwartet, dass dir etwas geschenkt wird. Aber es geht nicht einfach so. Es gibt dieses Geschenk nicht ohne Anstrengung. Sondern vielleicht mit den Fünferkarten hier oder mit der Fünferkarte hier, 5 der Stäbe, kann es sein, dass du dafür nochmal vor Gericht gehen musst oder dass du dafür nochmal streiten musst oder dass du dafür nochmal ja, die Hintern zusammenkneifen musst und dann nochmal durch musst durch diese Angelegenheit. Weil irgendwie geht es an dieser Stelle nicht einfach und nicht leicht. Was nicht bedeutet, dass es gar nicht geht und dass du in Trauer und Kummer und Bedauern versinken musst. Sondern das darf hochkommen, das darf gefühlt werden, aber dann geht es darum, das größere Ganze hier zu erkennen mit dem Mutterstern. Triff eine verbindliche Entscheidung, ja oder nein. Möchte ich dieses alte Muster mit dem Teufel und den losen Grenzen immer und immer wiederholen? Möchte ich etwas Neues beginnen? Besinne dich auf das Wesentliche. Was ist für dich wirklich wichtig? Was möchtest du wirklich? Wo möchtest du hin? Und denk dran, du musst nicht von allen Leuten geliebt werden. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Ich habe das gestern auch schon ein paar Mal gesagt. Es gibt keine Fehler in der Schöpfung. Ja, es ist genauso, wie es sein soll, auch wenn es schwierig ist. Denn diese Hindernisse und Hürden, die lassen dich wachsen. Und du musst da jetzt durch. Ja, du musst da jetzt durch.
Also wenn dir das Wasser schon bis zum Hals steht, ja, dann lass den Kopf halt nicht hängen. So anstrengend das dann aber auch ist, es wird irgendwann auch wieder Ebbe kommen und dann kannst du da wieder aussteigen. Ausweg, eine offene Tür, eine Lösung für dein Problem kommt. Mein Wort in Gottes Ohr, auch für mich selbst heute. Ich hoffe, dass das für dich so einträgt und dass das eintritt und dass das für dich so passend und stimmig ist. Wir nehmen jetzt noch mal eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen für heute und dann beenden wir das Ganze und dann beginnen wir diesen Tag. So. Also, die Karte, die im Kommen ist, ist die Hathor-Karte. Sieht aus wie die Sphinx. Erlaube dir zu empfangen. Das wird deine Intuition, deine Energie und deine Fähigkeiten, anderen etwas zu geben, stärken. Erlaube dir zu empfangen, vielleicht auch hier die guten Nachrichten, die positiven Nachrichten, die rein wollen. Und jetzt ist noch etwas unter den Tisch gefallen. Da haben wir nochmal die Maat-Karte, die Gerechtigkeit. Hier haben wir auch diese Justitia, die Waage. Diese Situation wird fair und gerecht behandelt. So soll es sein. Gut. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Haltet die Ohren steif und den Kopf über Wasser. Ganz gleich, was hier heute noch so passiert. Wir geben alle nicht auf. Machen weiter und schauen dann, welche neuen Herausforderungen uns zum Wachstum vor die Füße gelegt werden. Ja, ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und wie immer freue ich mich über alle Likes und Kommentare. Wer mag, darf was spenden oder ein persönliches Orakel buchen auf meiner Homepage oder sich gerne im Newsletter eintragen. Dann verpasst du nichts Neues. Und ja, gehab dich wohl, mach das Beste draus. Und dann sehen wir uns einfach morgen früh wieder. Bis dann. Ciao.